Hi, ich bin Elina von Adox und heute möchte ich euch unsere neuen Adox Snap-on Gelatinefilter vorstellen. Die haben hier so ganz viele kleine Piranha-Zähnchen, deswegen lassen die sich auch direkt in das Filtergewinde einsetzen. Die beißen sich also quasi rein. Und dann schießt man ein paar Bilder und dann holt man ihn wieder raus, ganz schnell. Aktuell haben wir zwei Schwarz-Weiß-Filter, einmal den Gelb- und einmal den Dunkelrot-Filter. Den kann man auch für Nahinfrarot-Fotografie benutzen. Und wir haben noch den Kunstlicht-Konversionsfilter für Szene-Stillfilme. Demnächst kommen aber auch noch andere Farben. Wie man einen Filter benutzt und wofür man ihn benutzt, erkläre ich euch in einem Extra-Tutorial. Und jetzt zeige ich euch ein paar Beispiele. Um euch zu zeigen, wie der Konversionsfilter funktioniert, haben wir die Kamera auf Kunstlicht umgestellt und das ist der Grund, warum ich jetzt auch blau bin. Jetzt setzen wir den Filter mal in das Filtergewinde ein und ich werde wieder normal. Tada!